Grüß dich und willkommen zur TAP, Herausforderung in Blutzette 6 am 15.02.2024 auf der Gatterstadt mit der Schwierigkeitsstufe leicht und das sind die Regeln, du darfst nur einen Affen platzieren, hast knapp 21.000 Affen-Dollar Startgeld, ein Startleben, das Ganze spielt sich in Runde 78 ab. Das Affenwissen ist hier nicht deaktiviert, aber ich habe es bei mir im Spiel deaktiviert. Okay, los geht's! Ich zeig dir hier zwei Lösungen und die erste Lösung ist auch gleichzeitig die einfachste Lösung und geht mit dem Hubschrauberpiloten. Also nimm deinen Hubschrauber, platzieren hierhin, mach als Verbesserung 4. Erstmal nur 1 und 0, mehr Geld hast du nämlich nicht, dann kannst du dein Spiel schnell laufen lassen und sobald du das Geld für die Stufe 2 Verbesserung auf der mittleren Reihe zusammengespart hast, solltest du sie auch vornehmen, denn gegen Mitte dieser Runde kommen getarnte Bloons und er kann mit der Stufe 2 Verbesserung dann auch getarnte Bloons bekämpfen. Hier kommt auch gleich ein BFB und da ist er auch schon, aber mach dir keine Sorgen, unser Hubschrauberpilot regelt das, der lässt ihn ziemlich schnell platzen, so und am Ende kommt nochmal eine zweite Welle von Keramikbloons, aber auch die sind überhaupt kein Problem für unseren Hubschrauberpiloten, der lässt ja auch ziemlich schnell platzen. So, das ist Sieg Nummer 1, ich bekomme hier 90 Affendollar und 35 Tortenstücke. Die zweite Lösung geht mit der Nagelfabrik und hier ist vor allem auch die Platzierung wichtig. Nimm deine Nagelfabrik und platziere sie hier in etwa so an diese Stelle hin, so dass dieser Weg auch noch zur Hälfte abgedeckt wird und der hier und dieser hier komplett. Also, dann machst du als Verbesserung 4, 2 und 0. So, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Die Nagelfabrik verstreut diese Nagelminen hier jetzt überall auf dem Weg und dann werden sie hier schon mal zum Platzen gebracht, die Keramikbloons, und unter Feuer genommen. Also die brennen dann und in der Zwischenzeit platzen dann die Schichten nach und nach auf. Deswegen ist es wichtig, dass die Nagelfabrik hier auch an dieser Stelle die Nagelminen produziert. Die Lösung funktioniert nicht immer zu 100%, denn du kannst nicht im Vorfeld sagen, wie viele Nagelminen hier an dieser Stelle oder an dieser Stelle produziert werden. Deswegen kann es sein, dass dir bei dem ersten oder zweiten Mal hier ein paar Bloons durchs Ziel gehen und dass du dann mit dieser Nagelfabrik das Spiel verlierst. So, aber wenn du die zweite Runde von Keramikbloons zum Platzen gebracht hast, musst du dir um den BFB keine Sorgen machen. Der wird auf jeden Fall hier von diesen Nagelminen zerstört. Okay, und das ist Sieg Nummer 2. Und damit habe ich mir wieder genug Tortenstücke für meine nächste Kiste verdient und ich entscheide mich diesmal... Keine Ahnung, ich glaube für den Freibeuteraffen, von dem habe ich glaube ich nicht so viele. So, Kiste geht auf und ich bekomme hier einen Freibeuter mit 030 und einen mit 003. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.